Hallo und herzlich willkommen zurück zu Frostpunk. Ich bin Mr. Katafi, euer eingeschneites Kaninchen. Und ich freue mich sehr, mit euch jetzt wieder hier zu sein am Ende der letzten Folge, die unglaublich heftig und schweinekalt war. Minus 100, weiß ich nicht, 50 Grad, was das waren. Und da hatte ich ja gefragt, wollen wir noch mehr davon sehen? Und ihr seid genauso begeistert von diesem Spiel wie ich. Und wollt die beiden anderen Szenarien auch sehen. Das freut mich sehr. Deswegen drücke ich sofort jetzt mal hier auf die Archen. Als die klügsten Köpfe Oxfords und Cambridges wurden wir ausgeschickt, um Samen und Pflanzenproben von unschätzbarem Wert vor dem ewigen Winter zu retten. Werden wir in der Lage sein, die Saatguteichen zu beschützen? Tja, und dies wird nun für die nächsten Folgen unsere Aufgabe sein, Samen und Pflanzen zu retten. Die Saatguteichen. Wir wurden auserwählt, einen unbezahlbaren Schatz zu bewachen. Die Samen und Sämlinge von Pflanzen aus aller Welt. Sie wurden in den Saatguteichen platziert, um sie vor der Erfrierung zu bewahren. Und nun liegt es an uns, eine Stadt zu errichten, um diese wertvollen Gebäude zu beschützen, bis der Winter endlich endet, wann auch immer dies sein mag. Und der einzige Weg, dies zu tun, liegt in der Verwendung der Maschinen, die Automaton genannt werden. Die grüne Erde wird wieder auferstehen, auch wenn wir selbst es nie erleben werden. Das klingt schon mal sehr einladend. Auch da hinten sieht man schon so eine riesige Metallspinne. An die Arbeit. Das ist jetzt unser neues Zuhause. Fabrikpläne. Wir haben den Standort des Generators erreicht. Die Sämlinge sind sicher in den Saatguteichen verstaut. Wir sollten eigentlich Automatone einsetzen, um sicherzustellen, dass die Stadt unabhängig des Wetters funktioniert. Aber der Transport mit den Fabrikplänen wurde von einem Schneesturm erwischt. Wir müssen eine Signalstation errichten und ein Suchteam zusammenstellen. Das ist ja schon mal ziemlich cool. Ein neues Gebiet. Das ist eine komplett neue Karte. Und, oh Gott, hier ist aber viel Holz. Huiuiuiui. Da könnte man natürlich viele Sägewerke errichten. Das hier sind die Saatguteichen. Was habt ihr dazu zu sagen? Beschütze die Sämlinge. Wir müssen sicherstellen, dass die Saatguteichen nicht erfrieren. Alle Sämlinge und viele der tropischen Samen sind sehr kälteempfindlich. Wenn die Temperaturen in einer der Saatguteichen zu lange unter Kühl fallen sollte, werden ihre wertvollen Inhalte irreversibel beschädigt. Gut. Ach du Scheiße. Saatgut und Keimlinge aus der ganzen Welt, die uns helfen werden, den Planeten in der Zukunft wieder aufzubauen. Achte darauf, dass das Gebäude mindestens kühl ist, sonst gefriert das Saatgut und geht unwiederbringlich verloren. Ach du Schande. Drei Stück? Vier Stück. Vier dieser Saatguteichen haben wir. Und wir haben auch schon gehört, es geht vorrangig darum, dass wir von diesen netten Metallspinnen die ein oder andere bauen, um das Ganze hier künstlich am Leben zu halten. Aber ich muss jetzt auch mal kritisieren, ich würde, wenn ich die wichtigen, wirklich wichtigen Setzlinge und Samen irgendwie im ewigen Eis, schon mal eine skurrile Idee, schützen wollen würde, würde ich das Gebäude doch irgendwie ein bisschen anders bauen und nicht so hoch und viel Luftdurchzug und naja, gut. Wir haben 45 Ingenieure. Wir haben nur Ingenieure, keine Arbeiter. Ach du Schande. Okay, wir brauchen trotzdem Holz und Kohle. Wir brauchen vorrangig erstmal Kohle. Pass auf, unser Automaton darf hier gleich mal an der Kohle schuften und... Nee, haha. Weißt du, was wir machen? Wir machen das anders. Dinge, die wir... Wir sind ja lernfähig. Das Kaninchen lernt. Und das Kaninchen hat gelernt, dass wir lieber solche Späße mit einer Sammelstelle sammeln sollten, um die Problematik der Kälte dort vor Ort ein bisschen zu reduzieren. Denn dort drinnen ist es ein bisschen angenehmer,
als es auf freiem Feld ist. Und deswegen schicken wir das hier gleich mal los und machen hier auch sofort mal den Generator an, damit es schön beheizt. Wir brauchen natürlich wieder die üblichen Sachen zuerst. Essen, Unterkunft und Sanitätszelte. Da werden wir nicht drum rumkommen. Bevor wir uns an die Signalstation machen, können wir schon rauszoomen? Nee, können wir noch nicht. Aber Alter, was ist... Das ist Metall. Das sind Metallkonstruktionen. Das ist eine Schlucht, die geschützt ist. Wie cool. Das ist schon ziemlich nice. Und jetzt haben wir hier unsere Sammelstation. Da schicken wir gleich mal 10 Leute hin. Dann sammeln die Holz und Kohle. Und dann bauen wir das hier drüben auch noch einer hin. So, mal gucken. Da ist... was ist denn das hier? Das ist Holz, Stahl und Stahl. Brauchen wir noch nicht so... Holz, Holz, Holz. Das wäre wichtig. Und hier drüben ist Kohle. Okay, wir machen hier oben bei Holz, Holz, Holz. Da kommt eine Sammelstation hin. Können wir die irgendwie so platzieren, dass ich... Ist jetzt am Anfang, die können wir auch wieder abreißen, Straßen können wir auch wieder abreißen. Und der Rest von euch geht erstmal da ruhig hin. Ist erstmal unschön und so, aber geht leider gerade nicht anders. Wir brauchen auch vorrangig Holz, deswegen habe ich jetzt hier mal die Sammelstelle aufgebaut. Kohle läuft, oder? Kohle läuft, Kohle läuft. Brauchen auch Forschung. Können wir... Ja, eine Werkstatt können wir auch bauen. Davon brauchen wir definitiv auch eine. Auch da habe ich natürlich gelernt, dass man hier... Warte mal, bleib mal ganz kurz. Entspannt. Basisheizstufe 2 kann also einen Schritt weiter nach hinten. Wobei das hier eigentlich schon echt gut passt, ne? Wenn ich mir das hier mal so angucke. Es ist schön alles drumherum. Ich baue das noch. Da passen genau 2 hin, ne? Dann bauen wir das hier. So. Und dann brauchen wir... Wir haben keine Nahrung. Wir haben eine Rohnahrung. Kacke. Das Speisehaus, warte mal. Das ist Stufe 1. Das müsste ich eigentlich damit reinbauen, aber ich pack's mal trotzdem hier hin, weil das muss ja nicht... Wenn das noch nicht läuft, wir haben momentan eh keinen Zugriff auf irgendwie... Nahrung. Was mich ein bisschen verwirrt, aber gut. Oh, der erste Tag ist schon vorbei. Oh, ein Dach über dem Kopf. Ja, wir werden definitiv für Unterkünfte sorgen. Das machen wir morgen. Das machen wir morgen. Wir machen für alle. Das wird unser nächster Plan. Wir haben 2 Tage Zeit, 5 Häuser zu bauen. Das kriegen wir hin, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Müssen wir eh machen. Sonst wird es wird nämlich auch bald wieder ein Zacken kälter und dann möchte ich nicht, dass sie draußen pennen. Die Weisheit der Menge. Captain, wenn Forderungen gestellt werden, denken Sie daran, die Leute suchen meist die schnellste Lösung. Ja, 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 ja. Das kennen wir schon. Wir werden trotzdem versuchen, sie zufriedenzustellen. Auch wenn ich mir nicht ganz sicher bin, ob das klappt. Das Gute ist, dass hier niemand arbeiten muss. Das ist echt eine geile Konstruktion, aber so muss man schon sagen. Kann man die... Hier diese Wärme, diese, wie heißen sie denn? Zeig mal, warte mal ganz kurz. Hier die Heizkörper, ob die Heizkörper haben? Das wäre schon nicht schlecht. Warte mal, wir können ja mal ein paar Ingenieure hier abziehen. Wir haben hier oben jetzt mehr als genug Ingenieure. Dann ziehen wir die mal ab, damit wir hier die Versorgung haben. Und dann, ich glaube, wir sollten zuerst erstmal Heizkörper erforschen, damit wir die Saatguteichen beschützen können. Hier, wir haben keine... Wir müssen es auf Treibhaus... Wir müssen das Treibhaus erforschen. Kacke. Das wäre natürlich auch nicht schlecht, um schneller die Rohstoffe zu bekommen. Gerade am Anfang ist das vielleicht... um schneller an Rohstoffe zu kommen, ist das, glaube ich, gar nicht... Wir fangen damit an, mehr Rohstoff. Wir haben noch 2 Tage Zeit, bis es kalt wird. Und dann können wir uns immer überlegen, ob wir entweder ein Dampfzentrum bauen oder die... Heizkörper. Twitch!
sehr, sehr viel Kohle, das ist ganz schön. Oha, Holz. Puh. Muss man auch ein bisschen ein Auge drauf haben, dass wir nicht zu viel Holz wegschippen, ohne in ein Sägewerk zu investieren. Können wir eigentlich, warte mal, Gesetzbuch, das können wir auch gleich noch machen. Und zwar möchte ich Suppe. Wir haben noch nicht die Möglichkeit, irgendwie an Essen zu kommen. Ist blöd, aber wir müssen das erstmal machen. Wir müssen erstmal das Essen, was wir haben, strecken. Führt zu Unzufriedenheit, es ist mir klar. Jetzt wissen wir, wie man früher in den Armenhäusern gegessen hat. So ist das. Wir sind einfach nur noch arm. Das ist der Preis des Überlebens. Ja, Leute. Aber gerade so eine schöne heiße Suppe ist doch eigentlich... Wenn einem richtig schön kalt ist, ist doch eine heiße Suppe richtig schön. Da kann man sich richtig schon aufwärmen. Halt besser als irgendwie so ein... Weiß nicht, was ist denn die Alternative? Nicht Vorratslager. Was war das alte... Was war das normale? Standardmahlzeit. Naja, weil... Ich weiß nicht, was das ist, aber... Ist da nicht eine Suppe viel toller? Als... Alter, die sie alle erfüllen. Und deswegen, guck... Das Schöne ist nämlich, dass die jetzt hier am Arbeitsplatz eine erträgliche Temperatur haben und deswegen eine höhere Gesundheit haben. Und die hier arbeiten einfach direkt bei den Stalltrümmern, was eine kühle Temperatur hat. Und damit haben die ein sehr geringes... Gut, das macht jetzt nicht so viel Unterschied gerade, aber... Ich kann mir gut vorstellen, dass das auf jeden Fall ein bisschen gesundheitsförderlicher ist, wenn sie nicht bei der Kälte arbeiten müssen. Oder weniger bei der Kälte arbeiten. So, jetzt brauchen wir Häuser. Jetzt wird Häuser. Häuser sind nun an der Tagesordnung. Stahl sieht auch ganz so gut aus. Wir haben drei Dampfkerne. Krass. Bisschen schade, dass man nicht näher ranzoomen kann. Das hattet ihr auch gesagt, dass man noch ein bisschen näher schauen kann, wie es den Leuten geht. Wie die da so arbeiten, aber das ist vielleicht auch einfach der Engine geschuldet. Ich bin da nicht so bewandert mit. Das Holz ist uns ausgegangen. Ja, ja, das geht schon. Wir arbeiten noch fleißig. Und das fünfte Haus. So. Damit haben wir unsere 45 Unterkünfte oder Unterkünfte für 45 Leute geschaffen. Die müssen jetzt nur noch gebaut werden. Und dann bauen wir auf jeden Fall auch noch gleich ein Sanitätshaus. Hoffentlich schaffen wir das noch. Ja. Damit, falls jemand krank wird, das auch entsprechend sichergestellt ist. So, jetzt haben wir schnelleres Sammeln. Das ist sehr wichtig. Und jetzt können wir nicht, weil wir Holz brauchen. Braucht das alles Holz? Shit, hätte ich vielleicht vorher wissen müssen. Stopp. Das brechen wir ab. Dann kriegen wir nämlich das Holz wieder. Und dann erforschen wir jetzt erstmal... 3 Kohle pro Stunde, das verbraucht nur ein. Dann machen wir das. Dass wir direkt... Ich hoffe mal, dass man die mit... Ja, falls nicht, ist es auch nicht so schlimm. Wir haben noch einen Tag, das kriegen wir dann auch noch hin zur Not. Dass wir denn die Dampfzentren bauen. Ich hoffe einfach, dass man die richtig heizen kann. Ich kann mir schon vorstellen, dass man die heizen kann. Ich meine, wie sollte es nicht gehen, dass man da... Warum sollte man da keine Heizkörper reinbauen können? Und das da sieht irgendwie aus, als wäre da was kaputt, wenn da... Gas austritt. Ich bin kein Ingenieur, aber ich würde sagen, das ist eher nicht cool. Wir könnten sogar noch eine weitere Werkstatt bauen, aber wir haben momentan nicht das Personal. Wir brauchen eher eine Signalstation. Die müssen wir natürlich noch erforschen, aber Stück für Stück. Wobei wir eigentlich schon... Ich überlege... Ich überlege, ob wir vielleicht gleich wirklich eine zweite Werkstatt bauen und möglichst schnell... Wir haben hier halt... Wir müssen forschen. Ich glaube, ich mache das mal. So. Ein neues Gesetz kann eingeführt werden. Sehr schön. Ich wähle... Wir haben keine... Okay, es gibt nicht den Bereich über Kinder. Das heißt, wir kriegen auch gar keine Kinder als Leute hier. Ich würde erstmal Lebenserhaltung... Aber wir haben das... Problem noch nicht, wobei dann könnte man in die Richtung Pflegeheim sofort gehen, falls es soweit kommt. Ja, machen wir das. Die Unzufriedenheit dürfte bei ihr gleich wieder sinken, weil wir gleich die Häuser alle fertig haben. Und dann haben wir dort die... Ja,
das Versprechen gehalten, die Hoffnung steigt, alle fühlen sich mit einem Dach über dem Kopf erleichtert, selbst dann, wenn es klappert. Fantastisch, die Unzufriedenheit ist gesunken, die Hoffnung steigt. Sehr schön. Und jetzt haben wir natürlich ein Problem mit dem Essen, aber wir könnten jetzt die hier wegnehmen, weil wir eh gerade keine Versorgung mehr mit Rohnahrung haben. Und die Leute aus dem Speisehaus dort hinsetzen. Jetzt müssen wir nur hoffen, dass die 200 Nahrung, die wir haben, reichen. Arbeiten hier Leute? Nee, arbeitet niemand. Jetzt haben wir auch schon einen Kranken, warte. Der erste Kranke. Ich hoffe, das ist ein normaler. Oh Gott, die ersten werden krank. Oh, und wir müssen uns sputen. Wir müssen uns wirklich sputen. Es wird nämlich gleich minus 30 Grad. Oh, das wollte ich nicht. Oh Gott. Und dann wird es minus 40 Grad. Aber gut, die Leute hier werden das nicht so toll finden. Wir wissen natürlich, dass das nichts Besonderes ist. Der Kohleaufmessgeschäft. Sollen wir auch mal vielleicht noch... Oh, Kacke, da müssen wir auch den Wald forschen. Wir haben so viele verschiedene Forschungssachen, die wir erledigen müssen. Damit unser kleiner The King's Scotsman. Scotsman. Oh, ist dir kalt, ist ja schade. Aber ist ja nicht so schlimm für dich. Alter, wie sich der da auftankt, das ist so gruselig. Die Vorstellung, dass man die immer noch als medizinische Kräfte einsetzen kann, finde ich ein bisschen befremdlich. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, aber ich möchte nicht von so einer riesigen Maschine. Ich meine, guckt euch mal an. Das ist ein Mensch. Ihr wisst ungefähr, wie groß ein Mensch ist. Ne? Ihr habt ja euch als Vergleich. Und wenn ihr dann einfach mal schaut... Oh, ist aber alles schön warm. Schöne Sache, Harry. Dann einfach mal schaut, wie groß diese Viecher sind. Und so etwas darf dann an euch rum operieren. Ich glaube nicht, dass das cool ist. Wie schlimm sind denn jene hier krank? 18 Tage krank? Aber die können ja trotzdem arbeiten. Das ist ja das Schöne, dass die nicht komplett Stahltrümmer ist erschöpft. Okay. Ah, jetzt wird schon langsam ein bisschen enger. Warte mal, wir haben nämlich müssen jetzt erstmal die Wärmeforschung vorantreiben. Oh, da überlege ich, ob ich noch ein weiteres von den Forschungszentren baue. So, warte mal, ganz kurz. Schließen. Jetzt müssen wir erstmal gucken, hat das geholfen? Ja, sehr schön, Gott. Das heißt, nee, nein, geh weg. Jetzt können wir die Signalstation, dann haben wir nämlich die Speer. Konnte man? Aber ich konnte doch Ingenieure gar nicht als Speer losschicken, wenn ich mich nicht täusche. Ich musste doch dafür Arbeiter haben. Aber ich habe gar keine Arbeiter. Wie ist denn das mit der Kohle gerade? Alter, sehr schön. Das ist fantastisch. Es ist nicht schlecht, ein bisschen im Vorfeld zu haben, weil hier ist nicht mehr so viel Rohstoffe übrig. Mal schauen. Das finde ich auch gut, dass das hier direkt angezeigt ist, alles. Mal einen schönen Überblick, wie es noch aussieht, unsere Ressourcen. Menge werden die auch ange... Ja, ein neues Gesetz kann eingeführt werden. Wir... Ich kann die Kampfarena gleich machen, um die Unzufriedenheit. Aber wir haben... Es geht momentan. Ich möchte es mir lieber gerade aufheben. Es geht. Es sieht eigentlich ganz gut aus und wir müssen da jetzt nicht Dinge einführen, einfach nur auf gut Glück. Eher mit Essen müssen wir gucken. Das haben wir ja gemacht mit dem... Oh, ich müsste eigentlich dann auch gleich hier hingehen, damit ich das Essen habe. Aber ich brauche erstmal Rohstoffe. Das heißt erstmal... Holz? Nein, Kohle. Erstmal Kohle. Das frisst richtig viel Leute eigentlich. Vielleicht doch lieber erstmal Holz? Da könnte ich den... Machen wir Holz. Und wir können jetzt eine Signalstation bauen. Die können wir schön weit weg platzieren, weil die eh keine Person wirklich braucht. Haben wir jetzt gleich mit dem Sägewerk hier oben sind ganz viel Holz, gefrorene Bäume, ganz viel Holz und hier unten ist auch ganz viel Holz mit gefrorenen Bäumen. Dann hätten wir erstmal das schon mal. Hier ist Kohle, ein Kohlevorkommen, okay.
Was haben wir hier? Eisenerz. Aber ich habe noch gar keine Möglichkeit entdeckt, um hier irgendwo richtig hochzukommen. Gibt es die nicht? Naja. So, baut, 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 baut. Und dann schicken wir gleich mal einen Trupp los. Mal gucken, ob das geht. Ob wir Ingenieure auch losschicken können. Wir sind nicht länger verschollen oder blind. Von nun an können unsere Leute die eisige Ödnis untersuchen, die uns umgibt. Das Frostland. Und dort müssen wir hin zur Position verlassener Vorräte. Es geht. Ich kann 5 Ingenieure losschicken. Die Saatgutarchen. Sturm am Horizont. Captain, durch die funktionierende Signalstation können wir klar erkennen, wie sich der Sturm von Süden aus nähert. Auch wenn er noch immer ein ganz schönes Stück entfernt ist, sollten wir ihn genau im Auge behalten und die entsprechende Infrastruktur herrichten, sodass die Archen beheizt werden, wenn es soweit ist. Was? Wir haben jetzt schon gleich die... Was? Das... Was? Das geht aber im Zacken schneller als beim letzten Mal. Ist das der gleiche Sturm, der... Das ist der gleiche Sturm, der jetzt hierher zieht. Und das ist auch ein ganz anderes Gebiet, ne? Wenn ihr mal guckt. Das kenne ich alles gar nicht. Alter, hier ist der Sturm schon zu sehen. Oh Gott. Oh Gott. Ich würde sagen, das sind schlechte Aussichten und wir machen erstmal eine Pause. Ein bisschen aufwärmen, einen heißen Kaffee trinken oder sich in die Sonne legen, um ein bisschen uns vorzubereiten vor oder auf die Kälte, die gleich kommt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Kaninchen. Tschüss. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Aboninchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke.